mal zusammen unsere Bibel aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 36. Hey, wir freuen uns als Church, dass ihr dabei seid, dass ihr heute als Gemeinde zusammengekommen seid, um einfach Gottes Gegenwart zu erleben. Und wir wollen heute einfach in das Wort Gottes schauen, dass er mit uns spricht. Vielleicht können wir nochmal gemeinsam aufstehen, wenn wir diese Worte lesen, zur Ehre Gottes. 2. Mose, Kapitel 36, ab Vers 1. Und Basileel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums. Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Und Mose rief Basileel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, denen, die der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte, und auch alle, die ihr Herz dazu trieb, dass sie herzukamen, um an dem Werk zu arbeiten. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Hey, wisst ihr, im Wald wäre es sehr still, wenn nur die Vögel singen würden, die nur gut singen können, richtig? Es gibt so viele Vogelarten, die singen immer wieder, sobald es morgens wird, weil sie darum wissen, dass es einen Schöpfergott gibt, dass es einen guten Gott gibt. Und genauso ist es in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, sollten wir mit dem Bewusstsein zusammenkommen, dass wir einen lebendigen Gott anbeten. Amen. Wir sind da, um einen lebendigen Gott anzubeten. Und nicht nur irgendeinen toten Baum oder einen toten Stein, sondern wir wissen darum, genauso wie die Vögel wissen, dass wir einen lebendigen Gott anbeten. Kann ich ein Amen hören? Amen. Jeder, der heute sagt, ich bin hier, um einen lebendigen Gott anzubeten, ein lautes Amen. Wisst ihr, ich habe auch schon 3 Gottesdienste jetzt quasi gleich hinter mir, aber nichtsdestotrotz, jeder Gottesdienst gebührt dem Herrn. Amen. Weil wir wissen drum, dass wir einen lebendigen Gott anbeten. Und dieser lebendige Gott ist gut und er möchte uns begegnen. Und nicht nur das, wir haben letztes Mal schon über einen Mann namens Barnabas gehört aus der Apostelgeschichte Kapitel 4. Wisst ihr, die frühe Church hatte so ein Herz gehabt, wo sie gesagt haben, hey, wir wollen die Gemeinde mit unterstützen, mit Finanzen, mit all dem, was wir haben, mit unserer Zeit, mit unserer Arbeit, mit all unserem Herzen. Und genau das Prinzip findet sich auch hier in 2. Mose Kapitel 36. Letztens habe ich schon bereits dieses Thema kurz angerissen, aber tatsächlich, es geht um Finanzen. Ja, und ich sehe schon jetzt einige aus der Gemeinde, die lehnen sich so krampfartig zurück in ihre Sitze. Oh nein, schon wieder über das Thema Geld, muss das sein? Hey, das Thema Geld ist entscheidend wichtig, auch für uns Christen. Vielleicht fragst du dich, hey, wieso Geld? Geld ist doch total was Weltliches, das brauchen doch nur die Menschen in der Welt, aber wir sind doch alle Christen, wir sind doch in der Gemeinde, wir lieben uns doch alle. Wozu das Thema Geld? Und für mich ist es heute auch eine Herausforderung, hier vor euch zu stehen und über dieses Thema auch zu predigen, weil für mich ist die Bühne heute so ähnlich wie so ein Minenfeld, ja, wie im Kriegsgebiet, man weiß nie, wo die Bombe platzt, ja. Es ist so ähnlich wie so ein Minenfeld für den Prediger, aber gleichzeitig auch etwas Schwieriges manchmal für die Zuhörer, die mit dem Thema Geld konfrontiert werden. Aber wir haben letztens gehört, die erste Gemeinde in Antiochia hatte ein Geberherz. Barnabas war bereit, alles hinzugeben als Levit, hat seinen Acker verkauft und wollte damit dienen. Und Geld spielt eine Rolle, ihr Lieben, sei es in Freundschaften, in Familien, in den verschiedensten Beziehungen, die du hast, in Sportvereinen und sonst wo. Und genauso ist Geld oder Finanzen auch ein Thema für die Gemeinde. Und vielleicht fragst du mich heute, hey Tanan, wieso ist das auch ein Thema für die Gemeinde? Jeder beschäftigt sich mit dem Thema Geld. Ja, vielleicht wartet der eine oder andere noch auf seine Ergebnisse von OZ, weil er Spiele getippt hat und wartet darauf, wie viel die ganzen Bundesliga-Spiele, wie die ausgegangen sind. Ja, und es gibt Menschen, die sind heute in Spielesucht verfallen, weil sie nach dem Geld so sehr trachten. Aber wir wollten einfach heute gucken,
was für ein Verständnis hatte die erste Gemeinde beziehungsweise Gottes Vorstellung auch im zweiten Buch Mose über Geben und Finanzen. 2200 Stellen gibt es über Geld und Besitz in der gesamten Bibel. 3-mal mehr Stellen als über Liebe, 7-mal mehr Stellen als über Gebet und 8-mal mehr Stellen als über Glaube. Das ist krass, oder? Selbst ich hätte es nie gedacht, dass so viel über Geld gesprochen wird in der Bibel, und ich liebe die Bibel und ich lese darin, aber mir ist das noch nie so krass aufgefallen, dass die Bibel 15% von all dem einnimmt, was in der Bibel steht. Geld und Besitz. Und wir wollen heute einfach darüber nachdenken, hey, wieso erwähnt die Bibel 1/5 darüber und wieso redet Jesus über Geld in 17 Gleichnissen von 38 Gleichnissen über dieses Thema Geld und Besitz. Jesus hat immer verständlich zu den Menschen gesprochen, dass sie auch verstehen konnten, was er tatsächlich meint mit diesem Thema. Und im zweiten Buch Mose, ja, finden wir diese krassen Personen. Ich nenne die einfach mal Betz und Oho. Ja, ist ein bisschen einfacher. Das sind krasse Namen, Basileel und Ohaliab oder so, ne? Wir sagen einfach mal Betz und Oho. Ja, die Seite sagt mal Betz. Betz, jawohl. Danke, Joshua, dass du mitmachst. Und einmal die Seite, einmal Oho. Okay, nochmal. Betz und Oho. Okay, diese zwei Männer, was hat die so herausgetragen von all diesen anderen Menschen? Was hat Betz und Oho von allen Männern so ein bisschen anders gemacht? Aber direkt im nächsten Vers, direkt nach diesem und, alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst am Heiligtum. Hey, ihr müsst verstehen, dass dieses israelitische Volk ein Trauma erlebt hat. Sie waren 430 Jahre lang in der Knechtschaft in Ägypten gewesen, wurden gepeitscht, wurden gefoltert, ja, weil sie einfach für die Vorratskammern des Pharaos gearbeitet haben, was sowieso vergänglich ist. Und Jesus spricht darüber, dass wir uns keine Schätze auf der Erde sammeln sollen, wo Motten sie auffressen, sondern wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und wisst ihr, Israel hat so eine Phase durchgemacht, wo sie tatsächlich nur für die weltlichen Dinge gearbeitet hatten, und sie wussten drum, was es heißt, wirklich zu arbeiten, ohne davon Segen zu profitieren. Sie wurden gepeitscht, sie wurden geschlagen und sie wurden zur Zwangsarbeit getrieben. Aber jetzt passiert bei dem israelitischen Volk etwas anderes, eine andere Gesinnung entsteht. Mose kriegt auf dem Berg Sinai die 10 Gebote. Er spricht von Angesicht zu Gott. Gott offenbart sich ihm und sagt, ich bin der ich bin. Ich bin Jahwe. Er sagt so gesehen, ich bin alles, was du brauchst. Gott macht sich den Menschen bekannt. Er zeigt sich diesen Mose, der anfänglich ein Stotterer war und gesagt hat, ich kann nichts, Herr. Aber er hatte ein großes Gebetsanliegen. Herr, ohne deine Gegenwart weiche ich nicht von hier. Und Gott kommuniziert mit ihm. Und Mose führt dieses Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft heraus, ihr Lieben. Und nach diesem ganzen Traumata, 40 Jahre lang in der Wüste, hin und her, irgendwann entscheidet sich Gott, hey, ich möchte diesen Menschen begegnen, in einem Zelt der Zusammenkunft, in einer Stiftshütte. Und genau dafür gibt er den Menschen eine Bauanleitung. Gott selber ist Geber seiner Ideen. Es war keine menschliche Erfindung, sondern Gott war der Initiator von diesem Zelt der Zusammenkunft. Und das war ein Segen für die Menschen, dass sie immer wieder die starke Gegenwart Gottes erleben durften. Durch die Wüste sind sie gegangen, aber sie haben immer wieder Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben gesehen, wie das Rote Meer geteilt worden war. Sie haben gesehen, wie Gott sie leitet mit einer Feuersäule und mit einer Wolkensäule am helllichten Tag. Und jetzt könnte man sich fragen, hey,
Volk Israel, du hast so viel Leid durchgemacht, aber was hat dich dazu bewegt, in diese Stiftshütte zu investieren? Dieser Gott, der dich vielleicht in diesem Moment nicht beachtet hat, mag sich der ein oder andere denken, ja? Weil viele Menschen denken, ja, Gott ist dafür zuständig, dass er uns Leid gibt. Das israelitische Volk war ja am Murren und am Knurren. Sie hätten sich auch denken können, Gott, ich tue gar nichts mehr für dich. Aber was war der Beweggrund für das Volk Israel, dass sie trotz dieses Traumata, trotz dieses krassen Erlebnisses sich entschieden haben und gesagt haben, hey Gott, wir wollen geben. Was hat das Volk dazu bewegt zu geben? Vielleicht kannst du deine Bibel aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Mein erster Punkt ist, dass wir verstehen sollten, dass wir Gott zu danken haben, ihr Lieben. Gott hat uns zuerst gesehen. Und das beschreibt auch dieser Vers. Gott hat sein Volk nicht vergessen, mitten unter diesem Trauma, ja, spricht Gott folgende Worte. Und der Herr sprach, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Gott sagt, ich habe euch gesehen. Selbst in eurem Leid habe ich euch gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Was für ein guter Gott. Gott hat das Volk nicht vergessen. Gott befreit dieses Volk und erst im Nachhinein bekommen sie die 10 Gebote. Was wäre passiert, wäre das umgekehrt gelaufen? Was wäre passiert, hätte das Volk schon im Vorfeld die 10 Gebote bekommen? Vielleicht hätten sie gesagt, hey, guck mal Gott, weil ich so gut bin, weil ich nicht lüge, weil ich nicht stehle, weil ich dies und jenes tue, wurde ich befreit. Sie hätten einen Grund vielleicht gehabt, sich selber zu rühmen. Deshalb, Gott, der voller Weisheit und Verstand ist, weiß, wie die Menschen ticken und sagt, hey, ich habe euch zuerst gesehen und ich bringe euch in die Freiheit und gebe meine gute Gebote, damit ihr einen Grund habt zu sehen, dass ich euch zuerst geliebt habe. Dieser Gott hat uns zuerst geliebt. Dieser Gott hat zuerst befreit. Dieser Gott hat zuerst gegeben. Amen. Bevor wir ihm irgendetwas geben konnten, hat dieser Gott sich schon bereits entschieden, uns zu befreien. Und viele von uns sitzen heute als befreite Kinder Gottes, als Kriegerinnen Gottes, als Krieger Gottes, als gerettete Kinder Gottes. Und die Frage der Frage ist, was resultiert daraus? Resultiert daraus ein dankbares Herz gegenüber Gott? Resultiert daraus ein Geberherz, wo ich sage, hey, ich bin es bereit, in das Reich Gottes zu investieren? Matthäus 6, 33, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinweggenommen. Sagt das das Wort? Nein, es wird euch, Dankeschön, es wird euch, komm, alle sagen das nochmal, es wird euch, Gott sagt nicht, ich werde hinwegnehmen, sondern Gott ermutigt, ich werde hinzufügen. Halleluja. Unser Gott ist nicht jemand, der wie ein Dieb kommt und Dinge von uns stehlt. Unser Gott hat gegeben. Das Liebste, was er hat, seinen Sohn Jesus Christus, damit durch ihn alle gerettet werden. Und jetzt sehen wir diesen Betz und Oho und alle anderen weisen Männer, die sich entschieden haben und gesagt haben, hey, wir wollen freiwillig investieren. Wir wollen unsere Gaben mit einbringen, mit all dem, was wir haben. Und das Spannende ist, sie sind nicht in eine Gesetzlichkeit hineingefallen, dass sie sich abgehoben haben, sondern überall, wenn du in diesen vorherigen Kapiteln liest, liest du eine freiwillige Gabe. In Kapitel 35, ab Vers 22 heißt es, es kamen aber die Männer samt den Frauen, alle die willigen Herzens waren. Die Menschen hatten ein williges Herz, ihr Lieben. Ein williges Herz.
kein geteiltes Herz. Sie hangen nicht zu sehr an dem Geld, dass sie gesagt haben, hey, wir sind nicht bereit, den Zehnten in die Gemeinde zu geben. Sie hangen nicht zu sehr an dem Mammon, wo sie gesagt haben, hey, ich brauche das so sehr als das lebendige Brot von Jesus Christus, was mich täglich speist und nährt. Und manchmal macht der Teufel, der Widersacher, das so raffiniert, dass er uns etwas vorhält und sagt, hey, trachte nach dem Geist des Mammons. Mammon ist ein aramäischer Begriff und das steht für den irdischen Reichtum. Und der Widersacher, das heißt, der Teufel, der versucht unseren Blick immer nur auf das Irdische zu lenken und zu sagen, hey, trachte nach dem Geist des Mammons. Aber hier in dieser Schriftstelle lesen wir ja Folgendes, dass diese Menschen gefüllt waren auch mit dem Heiligen Geist in dem vorherigen Kapitel. Ja? Du kannst das lesen in Vers 31, Kapitel 35, Vers 31. Und hat ihnen mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und mit Erkenntnis, mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Hey, Betz und Oho waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass sie aktive Arbeiter an der Stiftshütte waren. Und ich möchte euch was gegenüberstellen. Der Geist Gottes, was genauso in die Finanzen hineinbringt, und der Geist des Mammons. Was sagt der Geist Gottes? Der Geist Gottes ermutigt zu geben, weil geben ist seliger als nehmen. Und Jesus sprach so deutlich davon. Jesus selbst hat vielen Menschen gegeben. Er hat der Prostituierten vergeben. Er hat dem Blinden Augenlicht gegeben. Er hat die Toten wieder zum Leben erweckt. Und er hat gesagt, hey, was des Kaisers ist, gibt dem Kaiser. Und was Gott ist, das gibt Gott. Und hier der Geist Gottes ermutigt uns, in die Finanzen klug zu investieren. Wir sind nicht Eigentümer unseres Geldes, sondern wir sind Verwalter unseres Geldes. Und wir sollen weise sein. Wir haben gerade gelesen, sie waren weise und hatten Verstand. Das hebräische Wort für Weisheit heißt Chochma. Und das heißt, ich bin bereit, mich bewusst für etwas zu entscheiden, damit es für mich auch ein Segen ist. Und nicht nur für mich, sondern auch für Menschen in der Umgebung. Der Geist des Mammons hingegen, er sagt, hey, du brauchst noch mehr Geld auf deinem Konto. Gib nicht das für die guten Zwecke, für das Reich Gottes aus. Du musst Geld auf deinem Konto haben für deine eigene Sicherheit, für deine eigene Familie, für dein eigenes Wohlempfinden, für deinen eigenen irdischen Wohlstand. Das ist der Geist des Mammons. Anhäufen, wie der Pharao, dass man sagt, hey, wir wollen unsere Vorratskammer so weit füllen, bis alles hinausplatzt und wir nicht mehr wissen, wo es hingehen soll. Das ist der Geist des Mammons. Der Geist Gottes ermutigt uns, weise mit unserem Geld umzugehen. Und wisst ihr, das Spannende ist, wenn wir uns entscheiden, bewusst entscheiden, den Zehnten in die Gemeinde zu geben, haben wir immer noch genug zu leben, weil Gott kein Dieb ist. Mein Gott ist kein Dieb. Mein Gott ist jemand, der eine gute Perspektive für die Gemeinde hat. Mein Gott ist jemand, der die Gemeinde segnen möchte. Und er sagt, hey, es ist gut, wenn Menschen kooperativ arbeiten. Betz kam aus Juda. Oho kam aus dem Stamm Dan. Und diese beiden Menschen aus unterschiedlichen Stämmen arbeiteten zusammen für die Stiftshütte. Hey, und genau deshalb sind wir eine internationale Gemeinde. Hier sitzt weiß, hier sitzt schwarz, wir brauchen noch ein paar gelbe, richtig? Wir brauchen noch ein paar gelbe, wir brauchen noch ein paar grüne. Ja, aber uns interessiert das nicht, aus welchem Stamm du bist, sondern wir wissen drum, dass wir einen König verehren, der aus dem Stamm Juda ist. Ja, und diesen Gott wollen wir mit all unserem Herzen Ehre erweisen. Nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Finanzen. Und dazu
dient auch diese Predigtreihe, wo wir sagen, hey, wir wollen eine Gemeinde sein, die Church baut, die nicht nur über Church redet, die nicht nur sagt, hey, das wäre doch gut, wenn wir das und das und das und das machen. Nein, wir wollen selber dazu beitragen. Und vielleicht sagst du, hey, Tamman, ich habe nicht viel, Mann. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ey, ich habe nicht viel. Und auch das Wenige wird genommen, sagt Jesus. Das ist krass, oder? Also Jesus, das finde ich so cool. Jesus war jemand, der radikal die Wahrheit ausgesprochen hat, ihr Lieben. Nicht, weil er die Menschen verletzen wollte, sondern weil er genau wusste, hey, die Menschen können so stark am Geld hängen und sie werden vergessen, wer ich bin. Aber wenn ich den Menschen beibringe, wie sie ihre Finanzen zu regeln haben, dann werden sie nicht am Geld hängen, sondern sie werden mir anhängen. Und das ist wichtig als Gemeinde. Gott kennt unsere Nöte, unsere Schmerzen. Er kennt unsere Wunden. Er ist ein Gott, der uns sieht, ihr Lieben. Und dieses Zelt der Begegnung war ein Heiligtum. Ja? Menschen sollten da hineinkommen, um einfach Gottes Gegenwart zu erleben. Gott wollte nicht mehr, dass das Volk einfach nur noch die Wüste herumeiert, von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde springt, sondern er sagt, hey, ich gebe euch einen Ort, wo ihr mich anbeten dürft. Und genau so sind wir als Gemeinde zusammen. Wir haben einen Ort, ein geistliches Zuhause, um den wahren, lebendigen Gott anzubeten. Und das Krasse hier in diesem Kapitel ist ja, dass Basaleb und Oholiab, alle Männer, die ein weises Herz hatten, denen der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte. Sie haben nicht ihre Weisheit aus irgendeiner menschlichen Ideologie, aus einer menschlichen Kunst herausgegriffen, sondern Gottes Geist hat die Menschen dazu bewegt, dass sie fröhliche Geber werden. Und genauso ist es, der Geist Gottes treibt uns dazu, dass wir fröhliche Geber sind. Wisst ihr, das Volk Israel war ja in dieser Gefangenschaft und da mussten sie aus Zwang heraus, aus Druck heraus, aus Gewalt heraus arbeiten. Und jetzt hat dieses Volk plötzlich einen inneren Drang zu geben. Und diesen inneren Drang wünscht sich Gott auch für die International Maranatha Church. Dass wir einen inneren Drang haben zu geben. Dass wir nicht etwas tun aus Druck, dass wir nicht etwas tun aus Zwang heraus, sondern vom Geist Gottes geführt und sagen, hey Gott, ich will. Gott möchte nicht, dass wir sagen, ich muss dir nachfolgen, Jesus. Ich muss dir meinen Zehnten geben, Jesus. Sondern nein, Gott, ich will. Ich möchte, weil ich dich liebe, weil ich deine Gemeinde bauen möchte. Ich möchte sehen, wie Menschen errettet werden. Ich möchte, vielleicht kann ich mit meinen Zehnten unterstützen, dass mehrere Stühle aufgestellt werden. Vielleicht kann ich mit meinem Zehnten unterstützen, dass die Missionsarbeit gesegnet wird. Vielleicht kann ich mit meinem Zehnten weiterhin unterstützen, dass ich die Armen speise. Vielleicht kann ich mit meinem Zehnten Menschen unterstützen, die im Gefängnis sind und wo wir die Finanzen brauchen. Viele Menschen haben ein falsches Verständnis. Klar, weil Menschen auch das vielleicht manipulierbar oder korruptiv missbrauchen. Aber mittlerweile sollten wir als Gemeinde auch unseren Leiter der Gemeinde kennen. Wir sollten als Gemeinde den Mose für diese Gemeinde kennen. Wisst ihr, diese Gemeinde dort, das Volk Israel, war bereit und hat gesagt, hey Mose, wir vertrauen dir, weil du mit Gott gesprochen hast, weil du Vision empfangen hast. Und wenn du das in dein Herzen hineingelegt bekommst, ist es was Gutes, wenn du mitbaust. Harter Tobak heute wieder, ne? Die Menschen waren motiviert, am Heiligtum zu bauen. Ja, wir bauen hier keinen Club, wir bauen hier keine Selbstverwirklichung, wir bauen hier nicht ein bisschen Zeitvertreib, ja, oder ein kleines Fitnessstudio. Ja, wir bauen hier lebendige Kirche. Und lebendige Kirche lebt in Finanzen. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, ja, wie viel die evangelische Landeskirche an Kirchensteuern nimmt. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe,
Ja, bevor man über dieses Thema spricht, recherchiert man natürlich ein bisschen, wäre natürlich auch weise, bevor man hier irgendetwas erzählt. Ja, das heißt, ich habe ein bisschen recherchiert und die evangelische Landeskirche gibt von den gesamten Einkommen ja, 8%. Von der Einkommensteuer, die sie erhalten, geben sie 8% ab. Und darüber hinaus haben sie noch Basare und sonst irgendetwas, wo sie noch Spenden einnehmen und somit noch die Landeskirchen bauen. Und ich hatte schon letztes Mal gesagt, wir sind eine Freikirche. Ja, wir kriegen keine Kirchensteuer, sondern wir leben von den Spenden, von den Zehnten, wo die Menschen sagen, hey, ich will, ich möchte mitbauen und ich möchte mitgeben. Und das sollte natürlich aus einem reinen Herzensmotiv geschehen. Und dieses Kapitel ist ein Musterbeispiel dafür, wie Menschen zusammengeben. Es war nicht nur einer, der gegeben hat, sondern hier in diesem Kontext haben die Menschen Hebopfer gegeben. Hebopfer waren im Alten Testament, man hat unterschieden zwischen vorgeschriebenen Hebopfern und freiwilligen Hebopfern. Die vorgeschriebenen Hebopfer waren in dem Kontext der Zehnte. Die freiwilligen Hebopfer waren darüber hinaus. Darüber hinaus. Und wenn wir mal so ein bisschen in diesen Text hineingehen, dann sehen wir, was diese Menschen so an Gold und an, ja, was haben die da alles gebracht? Die haben unzählig viel Holz gebracht, so Akazienholz, ja, das war richtig feines Holz. Widderfelle, Leder, Öl, natürliches Gold. Das war nicht so eine 0815-Nummer. Man hat gesagt, hey, wir geben das Beste. Und dann lesen wir mal weiter in dem Text, ja. Ab Vers 3, und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben, welche die Kinder Israels zum Werk des Dienstes am Heiligtum gebracht hatten. Das Geld, was wir sammeln im Gemeindekontext, ist nicht für den Selbstzweck, sondern ist immer bezogen auf den Dienst. Damals hatten die Leviten, das heißt die Vorsteher und die Priester im Tempel, Anspruch auf den Zehnten, weil sie waren vollzeitlich tätig im Heiligtum, im Tempel. Und mein Herzenswunsch ist es auch, dass einmal unser Pastor, ja, der auch vollzeitlich schon in der Gemeinde dient, sagen kann, hey, ich bin der Gemeinde dankbar, weil sie den Zehnten geben und ich kann mich noch mehr in die Gemeindearbeit involvieren. Und so leben eigentlich die Freikirchen, dass sie sagen, hey, wir finanzieren den Pastor, sodass er das Geld auch weiterhin weise einsetzt. Und wenn wir als Gemeinde zusammenhalten und sagen, hey, wir wollen mitfinanzieren, dann ist das ein Segen für die Gemeinde und auch für den Leiter der Gemeinde. Wenn wir weiterlesen, und sie brachten immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben. Ey, das hat nicht mehr aufgehört. Ja, die brachten jeden Morgen irgendwie immer wieder neue Gaben. Da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten. Und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel. Krass. Das Volk dreht durch. Ja, das Volk sagt, ey, wir wissen nicht mehr, wie wir das verwalten sollen. In welche Kammer sollen wir das noch hineinlegen? Es ist zu viel, Mose. Und das Krasseste ist, was Mose hier antwortet, ja. Achtung, da gebot Mose, also Mose sagte erstmal, ey Leute, bringt eure freiwilligen Gaben, das ist cool für unser Heiligtum. Und jetzt wird das zu viel, das Volk sagt, das ist zu viel. Und jetzt sagt Mose, da gebot Mose, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mir etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk gewährt zu bringen. Also es war zu viel da. Und jetzt musste Mose sagen, stopp, zu viel. Ist gerade alles zu viel, ich kann nicht mehr denken. Ja, er hat gesagt, das ist zu viel. Und ich habe noch nie einen Pastor in meinem Leben gehört, der gesagt hat, die Gemeinde spendet zu viel. Ich kenne keinen Pastor, der schon mal gesagt hat, ey, die Gemeinde spendet zu viel. Ich bin seit 16 Jahren in Christus.
Ja, ich muss mal kurz rechnen. Ja, 11 Jahre laufe ich mit Jesus. Und ich habe viele nette Pastoren kennengelernt. Und ich habe noch nie so ein Zeugnis gehört, dass er gesagt hat, ey, meine Gemeinde, Mann, die bringt so viel. Und ich musste jetzt ein neues Gebot erlassen, dass sie gesagt haben, ey, stopp. Das gab es bisher noch nicht in meinem Werdegang als Christ. Und ich hoffe und bete, dass das die erste Gemeinde in der Kirchengeschichte ist. Ja, dass das eine Gemeinde ist, die sagt, ey, wir machen Church History. Wir machen Kirchengeschichte. Wir wollen Gemeinde bauen, effektiv bauen, gesund bauen. Mit all unseren Gaben, mit unserer Weisheit, mit unserem Denken und mit unserem Handeln, ihr Lieben. Und Achtung, wir lesen weiter ab Vers 7. Denn das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war. Und es war noch übrig. Ist auch nochmal krass. Erstmal zu viel, Mose sagt Stopp. Und jetzt, es war noch übrig. Wenn eine Gemeinde Geld sammelt, Spendenaufrufe macht oder den Zehnten nimmt, wenn jeder ein fröhlicher Geber ist, dann bleibt immer etwas übrig und die Gemeinde kann weiterarbeiten und bleibt nicht dabei stehen mit Stromkosten, Heizkosten und anderen Kosten, sondern man geht weiter und man kann sich weiter bemühen, weiter Ideen feilen, zu sagen, hey, wir möchten da die Missionsarbeit noch erweitern. Wir möchten andere Gemeinden mit unterstützen, die vielleicht noch kleiner sind, die vielleicht noch gar nicht so viel Geld haben oder irgendwas bauen wollen. Und plötzlich sind wir Geber als Gemeinde, weil Geld übrig blieb und wir sagen, hey, wir haben so viel Empfang von Gott und jetzt haben wir dieses Herz zu sagen, hey, wir wollen euch segnen. Wir wollen die Stadt Schwerte segnen. Wir wollen umliegende Gemeinden segnen. Das ist der Sinn und Zweck auch des Zehnten oder des Hebopfers, auch in diesem Kontext. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass unser Gott nicht jemand ist, der Menschen unter Druck gesetzt hat oder Menschen einfach ausquetscht, bis sie so aussehen wie so eine ausgepresste Zitrone, ja. So, wenn ich mir manche Menschen immer wieder angucke, denke ich mir immer so, was ist passiert, ey? Ja. Und das ist gut, wenn wir wissen, dass unser Gott gute Absichten für uns hat. Gott hat keine Gedanken des Unheils für uns, sondern er hat Gedanken des Friedens für unser Leben. Und ich finde das krass, dass Jesus sich ganz klar und deutlich für eine Sache ausspricht. Matthäus 6, 24. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Aber wir können Gott dienen und mit dem Geld, was wir einnehmen, was auch von Gott der Segen an uns ist, Geber sein. Und ich möchte heute, dass du einfach dein Herz reflektierst. Einfach für dich mal guckst, hey, wo stehe ich? Bin ich jemand, der geleitet ist von dem Geist des Mammons? Ich will immer mehr haben für mich, für mich, für mich. Oder bin ich auch bereit zu sagen, hey, ich bin wie Betz und Oho, gefüllt mit dem Geist Gottes und ich weiß im Verstand und auch mit meiner Weisheit, wie ich mit meinem Geld umzugehen habe und ich werde mit dem Geld, mit dem Segen Gottes Gott dienen. Und da sollte sich jeder überprüfen, auch ich heute als Sprecher. Ja, auch ich muss wachsen darin und auch ich muss noch mehr geben und ich möchte mehr geben. Und ich habe, das ist so mein Gebetsanliegen zurzeit. Gott, gib mir ein Herz, was freiwillig viel gibt, was freiwillig mehr gibt als zuvor. Dieses Beispiel aus der Apostelgeschichte letztes Mal hat mich schon umgehauen, ja. Barnabas hat ja alles gegeben.
Und ich denke, es ist gut, wenn wir sagen, hey, wir geben auch mehr als den Zehnten oder wir geben den Zehnten wenigstens in die Gemeinde, sodass wir die Finanzen begegnen können, die wir als Gemeinde begegnen. Mein erster Punkt, wie gesagt, gib aus Dankbarkeit und überprüf dein Herz. Gib aus dem Herzen. Und als drittes solltest du verstehen, Gott hat zuerst gegeben. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Ich sehe nicht in dieser Schriftstelle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den Zehnten gab, sondern ich sehe, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er alles gegeben hat. Und ich denke, wir sollten darin wachsen, in unseren Herzensabsichten. Als Nachfolger Jesu, wenn wir sagen, hey, wir sind Christen und wir wollen Jesus nachahmen. Ich sehe nicht Jesus am Kreuz, als dass er gesagt hat, hey, Vater, Abba, ich möchte nur meinen Zehnten von meinem Blut geben. Ich sehe einen Jesus am Kreuz, der gesagt hat, es ist vollbracht, weil er alles gegeben hat. Und ich denke, wenn wir dieses Herz von Gott tiefer verstehen, werden wir die Nöte begegnen, die wir als Gemeinde auch begegnen und vielmehr Gemeinde gesund bauen, wie es nach dem Herzschlag Gottes ist. Apostelgeschichte 2,44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Es gibt Menschen in der Gemeinde, vielleicht geht es denen finanziell nicht gut. Und dann können wir eine Gemeinde sein, die dann, wenn sie was übrig hat, zu sagen, hey, wir unterstützen dich. Wir unterstützen dich. Aber die Gemeinde hatte ja etwas gehabt. Sie hatten ein Geberherz gehabt. Und deshalb hatten sie auch alle Güter beisammen. Und sie waren beständig beisammen. Sie waren nicht selbstsüchtig mit ihren Finanzen unterwegs. Und diese Sache sollten wir heute neu verstehen als Gemeinde. Wenn wir Geld in die Gemeinde geben, ja, dann sollte es eine fröhliche Zeit sein. Paulus sagt es an die Korinther, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber es gibt heute Menschen, auch in der Gemeinde, die sagen, hey, ich gebe den Zehnten, aber jedes Mal haben sie so eine Last, es zu geben, weil sie es mit Zähneknirschen tun. Im Alten Testament gab es etwas, es nennt sich Schwingopfer. Was heißt denn Schwingopfer? Sag mal den Namen Schwingopfer. Hey, diese Menschen kamen mit ihren materiellen Gütern, ja, und haben so, yeah, sie sind damit geschwungen, ja. Die sind damit geschwungen, weil sie Freude hatten beim Geben. Sie sind nicht zu dem Kollektebeutel gegangen und waren mit Zähneknirschen unterwegs. Oh ne, schon wieder ein Euro. Oh ne, schon wieder 5 Cent weggegeben. Sie hatten ein Geberherz. Und ich denke, diese Zeit, wo wir geben, sollte eine fröhliche Zeit geben, wo wir demnächst auch mal mit Tanzen und Jubeln geben. Wo wir sagen, ja Mann, ich schwing mal den 50er. Ja, wo wir mal sagen, ja Mann, ich schwing auch mal den 100er für den Herrn. Tja, die erste Gemeinde, wir wollen immer diesen Durchbruch der ersten Gemeinde erleben, richtig? Wunder, Zeichen, Tote sollen auferstehen. Das ist gut. Aber es gibt auch noch eine andere Seite. Diese Gemeinde hatte ein Geberherz. Also das nächste Mal, wenn wir den Zehnten einsammeln, auch in dieser Gemeinde, wollen wir schwingen. Da machen wir gute Musik, Lobpreisteam, bereitet euch vor, macht gute Musik und dann wollen wir richtig schwingen und tanzen und geben. Amen. Kann ich noch mal ein lautes Amen hören? Wer ist bereit, sein Schwingopfer zu geben? Sehr gut. Ja, wir wollen eine lebendige Gemeinde sein, die sagt, hey, ich bin bereit zu schwingen und zu geben.
Ich möchte nicht mit Zähneknirschen geben, weil meine Mama zuguckt und die Mama sagt dann, ey, du musst deinen Zehnten geben. Ja? Und dann läuft der kleine junge Mann, tja, hier, bitteschön. Hey, wir wollen fröhliche Geber sein, Amen. Wir wollen nicht geben, weil uns jemand dazu drängt, wir wollen geben, weil wir aus Herzen geben. Und ich ermutige euch, auch gelegentlich mal mehr als den Zehnten zu geben. Und auch ich möchte daran arbeiten. Ja, ich möchte auch daran arbeiten, dass ich mal gelegentlich vielleicht mal ein bisschen mehr gebe. Vielleicht mal ein bisschen weniger. Aber merkt euch, was ich am Anfang gesagt habe. Ehe wir etwas gegeben haben, hat Gott sich schon bereits entschieden, uns zu retten. Aber sie gaben aus Dankbarkeit, weil sie sich bewusst waren, ja, Jahwe hat mich gerettet. Okay, das heißt, wir brauchen einen klaren Blick auch für diese Sache des Gebens. Gib aus Dankbarkeit, aus dem Herzen, Gott hat zuerst gegeben. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Hey guys, I hope the sermon was a blessing for you. We will be uploading our Sunday sermons every Thursday on this channel. So please subscribe to this channel. Press the bell button below so that you can get notification every time we upload something. If you are living close by, we would love to see you. Come and fellowship with us. Come worship God with us. Our details are listed below. If you have any prayer requests, we are ready to pray for you. Come follow us on Facebook and Instagram. And be blessed. Thank you. God bless you.